Recht herzlich willkommen zur 100. Folge von Aborion. Ja, unser großes Schiff ist jetzt da, unser Transporter, unser Trader heißt er. Ja, im Endeffekt ist es nur ein Transporter, weil Trading irgendwie ja nicht automatisch funktionierte. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass der näher kommt und wir gleich rüberspringen können. Was ist denn das für eine Entfernung, dass wir da das Schiff betreten können? 2. Ist es nicht. Und anderthalb ist es auch nicht, also vielleicht sind es 1 Kilometer. Auch nicht, noch näher. Okay, 500 Meter sind es dann, dass man das Schiff betreten kann. Ja, wir müssen aber gucken, dass wir nirgendwo gegenknallen. Müssen das einmal hier auswählen. Und wert ist es nicht mehr. So. F. Güter handeln. Verkaufen. Ja, und wir haben abgespeichert. Ich glaube, der Handel war jetzt nicht mehr so dolle, ne? 201, aber pff, wir haben es jetzt dabei, ne? Luxusessen weg. Luxusessen verkauft. Oder? Nee. Ach, die sind sogar voll. Das heißt, wir können es noch nicht mehr verkaufen. Das ist ganz schlecht, ne? Okay, wir können das jetzt so zu... Da war ja letztens noch ein Schiff, was sich hier redlich getan hat. Vielleicht haben die das auch angeliefert, könnten wir jetzt mal so sagen. Aber es ist wirklich mit dem Abspeichern, dass dann... glaube, die Werte neu generiert werden, leider. Gut, jetzt haben wir Luxusessen en masse. Ja, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir gerade hier das Schiff wechseln wieder. Wahrscheinlich, ne? Weil da haben wir das Handelssystem installiert. Das können wir erstmal nachgucken. Plastikhersteller braucht Plastik. Und das gibt's. Oder der Plastikhersteller liefert ab. Ja. Bringt uns jetzt natürlich nicht so viel. Jetzt können wir gerade gucken, wo das Luxusessen hier. Ja, können wir wieder zum Handelsposten schippern, sozusagen, ne? Ist wahrscheinlich aber verlustreich. Das ist die Frage. Ist es in anderen Sektoren besser? Ist also, lohnt sich das nicht. Nur haben wir jetzt den Tank voll in dem Sinne. Ja, mach mal hier Befehle und mich eskortieren. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht dann das nächste Tor nehmen, was glaube dieses da ist. Und da fliegen wir jetzt mal hin und gucken, dass wir da durchfliegen und schauen, ob wir Luxusessen irgendwo anders loswerden. Ne? Wo springen wir denn da mit dem Tor hin? West, Nord, West. West, Nord. West, Nordwest, das ist das da. Okay, machen wir doch mal. Gut, sind wir durch. Und jetzt gucken wir hier. Stellen dann fest, dass hier gar nichts ist. Einfach nur ein Verbindungsknoten. Wo ist denn das zweite Tor? Da. Ach, da. Okay, dann nehmen wir mal das sofort hier nebenan. Das ist jetzt die Frage, wann er hinterherkommt, ne? Weil ich glaube, wenn er dann einen Sektor weiterfließt, dann findet er dich immer nicht, ne? Ja, wir können da ja erstmal reinfliegen und gucken. Und wenn er meckert, fliegen wir zurück. Und wenn wir hier jetzt nichts finden, was ja auch so aussieht, ne? Nochmal wieder 2 Tore. Ja. Jetzt kannst du nochmal dahin fliegen, ne? Und gucken, was du. Aber dann kommst du wieder. Ich glaube, da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir schon waren, ne?
Vielleicht ist er da noch, ne? Kann auch sein. Ja, guck mal, der fliegt gerade da hinten durchs Tor. Jetzt fliegt er zu uns wieder wahrscheinlich. Alles klar. Ich gehe mal aufs Handelssystem und dann gucken wir noch mal rein. Vielleicht hat sich ja auch hier was getan, das war Luxusessen. Ne, warte mal. Luxusessen haben wir an Bord. An Station verkaufen? Warte mal. Ach so, das war jetzt die... Ja, klar. Die einen sind voll, deswegen werden die gar nicht angezeigt. Ja. Und er kommt jetzt aber auf uns zu, oder? Ja. Das bedeutet, wir warten hier. Das war... Nee, das ist das Nordosttor. Dann lass uns dahin fliegen, dann kommt er auch dahin. Weil... Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, noch was zu kriegen. Beziehungsweise zu handeln, nicht zu kriegen, ne? Dann gucken wir hier mal in das... Laser, Lösemittel, ne, die wollen hier keinen, oder? Da müssen wir ein Luxusessen, gibt's hier gar nicht, ne? Ne, hier gibt's keinen, der was möchte. Ja, jetzt können wir noch nach dem nächsten Tor gerade einmal schauen, das da ist. Fliegen wir gerade noch hin. Vielleicht schafft der Dingens auch nachzukommen, aber ich glaube, wir sind wieder schneller wie der dann, ne? Ja, ich konnte jetzt nichts mehr sehen so schnell. Kurz auf die Karte gucken hier. Ach nee, verkaufen wir das. Okay, hier kann man viel verkaufen. Und das Luxus. Essen ist nicht dabei. Das ist schon mal schlecht. Aber hier gibt es viele Sachen, die man hin und her transportieren könnte. Zwischen den einzelnen Posten. Ich habe sogar hier 18 von dem Zeug da drin. Was sind das? Antigraf-Einheiten, okay. Der Preis ist gar nicht mehr so schlecht, oder? Und 24 auf 30 ist auch cool eigentlich. Ich glaube, ich verkaufe die erstmal hier, die 18 Einheiten. Das Handelsdepot ist da. Komm, da fliegen wir jetzt erstmal hin. Ach, das ist schon hier vorne, das? Okay. So ein kleines Handelsdepot, cool, ne? Daneben ist eine Schiffswerft wohl. Ich hoffe, unser Schiff, unser zweites Schiff folgt uns da gleich. Hä? Ich glaube, das ist das da doch. Ist doch keine Schiffswerft. Na komm, fliegen wir da erstmal hin. Ach, das war vielleicht auch gar kein... Das ist das Reparaturdock, was die Einheiten haben will. Klar. Handelsposten. War vorne, von dem ich es hätte holen können. So ist es, ne? So. Güter handeln. 30.000, die 18 rausschmeißen, alles ist gut. So, jetzt haben wir auch in
nichts mehr geladen. Oder? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Gucken wir mal lieber nach. Ach, da haben wir doch mit dem Lasermodulatoren 3. Ne, 29 oder was? Ja, jetzt hat er das verloren. Habe ich mir schon gedacht, dass das passieren wird. Fliegen wir jetzt da mal rein. Dann sollte er uns eigentlich wiederfinden. Weil der müsste in diesem Sektor eigentlich sein, oder? Nö, ist er nicht. Wo ist er denn jetzt geblieben dann? Ach, der ist noch da. Mhm. Dann war das vielleicht sogar das falsche Tor. Oh, Glück gehabt, wa? Zack, da rein. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da oben. Und dann? Braun-Südost-Tor, glaube. Ne, das ist mein Tor. Das ist das Nordwest. Ach, da ist es. Ein Südtor ist es. Okay, dann fliegen wir in das Südtor rein. Wird schon klappen. Vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Da ist er, ja. Jetzt kann er uns wieder folgen. Tja. Was ist jetzt hier? Nicht viel, ne? Ein Handelsposten und Ressourcendepot müsste das sein, ne? Ja. Und ist da ein Dingens? Asteroid, kann das sein? Hm, wo konnte man das denn hier? Ach so. Ist doch einer, oder? Genau. Dann können wir den noch claimen, oder? Oder gehört er mir schon? Ne, der gehört mir schon, alles klar. Haben wir schon hier drin stehen, ne? Genau. Aber wir haben nicht genug finanzielle Mittel, um hier was zu bauen, glaube. Ja, das können wir erstmal. Ja, 2,8 steht's ja. Das können wir vergessen. Wo ist er? Da ist er, kommt schon. Ja. Ab durchs Tor dann, ne? Wenn du uns verloren hast, dann kannst du jetzt uns folgen, ne? Jetzt können wir hier nochmal gucken. Was hat er hier eigentlich, was er haben möchte? Antriebsaggregate. Kostet 68.000. Ja, gut. Das ist jetzt aber nicht wirklich, was wir jetzt machen wollten. Das müssen wir nochmal genau überlegen. Ach, hier war diese Möglichkeit, so viel zu handeln, ne? Hier gibt es so viele Handelsgeschichten. Und hier ist es 23 kaufen, die Antigraf-Einheiten und 30 verkaufen. Ja, das ist ja schon ein bisschen was, ne? Ja, können wir eigentlich machen, denke ich mal. Das ist schon ein bisschen, was wir da plus machen, ne? 13, 15, ah, das ist dann schon weniger, das sind keine 2000. Muss man mal genau überlegen.
Was gibt's sonst noch hier? Ich glaube nicht so. Die Werte steigen ab hier, ne? Genau, ist danach sortiert. Also da oben lohnt sich's. Aber ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut und gucken in der nächsten Folge, weil sich da ja die Preise wahrscheinlich wieder ändern, nochmal rein. Ob es dann besser ist, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ach ja, Abo würde ich mich drüber freuen, wenn ihr das noch nicht habt. Und einen Daumen hoch wäre auch ganz cool. Bis dann. Ciao.